Ja, Antje, sehr schön, dass wir heute Morgen hier zusammengefunden haben fürs Interview. Ich hatte im Vorfeld dich ja schon informiert über die Interviewreihe, die ich hier im deutschsprachigen Raum mache, bezüglich des Expertenblogs. Und es startet jetzt direkt auch schon mit deinem Elevator-Pitch. Sprich, wenn du dich vorstellen könntest mit den Titel, Thesen und Themen, wäre das wunderbar schön. Mit den Titelthesen und Themen. Ich habe viele Themen. Das große Überthema ist, oder ich bin Expertin für mentale Stärke, Selbstführung und Motivation. Angefangen habe ich mit dem ganzen Thema Spitzensport. Und dann kamen erste Unternehmen und haben mich gefragt, hey, wir wollen auch gewinnen. Strategien sind doch dieselben. Wording ist ein bisschen anders. Und ja, da haben oder hatten sie recht. Denn was haben Sportler, ob Extremsportler oder Spitzensportler, Führungskräfte, aber auch zum Beispiel der Feuerwehrmann oder die Hausfrau gemeinsam? Und für mich gibt es da Gemeinsamkeiten. Und mittlerweile habe ich so ein bisschen auch eine Expertise für die Arbeit mit jungen Menschen im Sport, weil es ist ja immer noch mal was anderes, ob du mit erwachsenen Menschen arbeitest oder mit jungen Menschen, Jugendlichen bis hin zu Kindern ab etwa 9 Jahren. Und ich habe sozusagen die Rollen, ich bin Mentalcoach, ich bin Trainer, ich habe ein eigenes Institut, ich bin Speaker auf der Bühne, also Rednerin, habe da auch gerade noch meine Auszeichnung bekommen und ich bin Bestsellerautorin, schreibe viele Bücher und sitze schon wieder an einem. Fantastisch. Gab es in dem Rahmen irgendetwas an Initialzündung, um dorthin zu kommen? Sprich, irgendein Moment, an den du dich nur erinnern kannst, wo du sagst, ja, der hat mir dann so aus dem, wie du gerade beschrieben hast, aus dem Sport in dieses Thema hineingeholfen oder dich hineinbugsiert? Also es war weniger das Thema Sport, was mich da hineinbugsiert hat, als dass ich früher Vermessungsingenieurin war, also schon mal was ganz anderes gemacht habe und dann einen Leidensweg mit Scheidung, einem schweren Reitunfall, Mobbing im Beruf hatte und mich dann ja mit mir selbst mehr beschäftigt habe und aus dem sozusagen heute meine Berufung gemacht habe. Also die Stärke herausgeholt aus der Findungsphase, um zu schauen, was sind die eigenen Ziele und Wünsche, gerade nach so einem schwierigen Moment. Wie bist du da selbst mit umgegangen? Es ist schwer. Also eins ist, kann ich heute immer mit Sicherheit sagen, ich habe immer an mich geglaubt. Ich habe immer geglaubt, dass ich das hinbekomme. Ja, ich wollte erst als Trainerin in Festanstellung arbeiten und habe mich damals halt beworben und nichts bekommen, weil als Ingenieurin überqualifiziert und als Trainerin noch ohne jede Berufserfahrung. Also das eine ist, ich habe immer an mich geglaubt und das andere ist, ich bin relativ schnell, ich glaube heute rückblickend sogar zu früh rausgegangen, habe Vorträge gehalten, damals auch bei den Wirtschaftsjunioren und habe mir dort erste Erfahrungen geholt und habe mir dann eben überlegt, in welchem Feld möchte ich arbeiten, weil angefangen habe ich ja mal mit dem NLP und habe dann schnell festgestellt, hey, da gibt es ganz, ganz viele Institute, willst du auch noch eins von den vielen Instituten sein? Ja, und dann habe ich gesagt, okay, du warst mal im Sport zu Hause, das wäre doch auch eine gute Ecke. Und damals hatte ich auch mal noch eigene Pferde. Also der Pferdesport hat mein Leben doch sehr dominiert. Und dann habe ich mal auch so eine Art Masterarbeit geschrieben über das Thema NLP und Pferdesport oder Reiten. Und aus dem heraus ist das Ganze dann langsam gewachsen. Dass es mal zu dem wächst, was es heute ist, ganz ehrlich, hätte ich nicht geglaubt. Kann man es immer damit verbinden? Ich sag mal, wir sind ja weiterhin Weltmeister, zwar Schwierigkeiten bei der EM-Quali beim Fußball, aber dass durch den Sport man es gelernt hat, immer für seine Aufgabe kontinuierlich zu trainieren, zu trainieren und zu trainieren. Ja, also das ist sicher etwas. Ich bin seit Anfang an dran und ich war schon vor der Zeit dran, weil ich mich sehr viel mit Literatur beschäftigt habe, schon mit dann wichtige Dinge rausgeschrieben habe, zusammengeführt habe zu Texten oder auch um es halt besser zu erinnern. Also ich bin immer dran geblieben und heute noch. Also ich bin heute extrem fleißig, diszipliniert. Bin gestern erst sehr spät nach Hause gekommen, weil wir meine Auszeichnung gefeiert haben. Und trotzdem sitze ich hier seit 8 Uhr am Schreibtisch und nicht wie viele denken über Selbstständigkeit. Ah, dann kann man ja sozusagen aufstehen, wenn man lustig ist und arbeiten, ob und wann man lustig ist. Und ich bin da extrem diszipliniert, wie es eben im Sport auch ganz wichtig ist. Ja, weil ich kann es nicht im Sport sagen, heute trainiere ich mal nicht. Das geht nicht. Du hast angesprochen, dass du auch Coaching machst, wenn ich es richtig gerade Ja. mitbekommen habe. Wie stelle ich mir sowas vor?
so einen klassischen Ablauf eines Coachings bei dir? Naja, gestern hat zum Beispiel eine Dame angerufen, hat eben gefragt, sie möchte gerne einen Termin mit mir vereinbaren. Ich kläre dann am Telefon erstmal das Anliegen, also das Thema ist es beruflich, Sport, Alltag, Familie, Kinder. Und um eine erste Idee zu bekommen, um was geht's, darf ich es überhaupt machen? Weil rechtlich müssen wir in Deutschland uns an die Themen halten, keine Krankheitsthemen zu machen. Dann kläre ich den Preis, weil ich will da immer sehr transparent sein und nicht die Leute damit überraschen, dass sie nachher eine Rechnung bekommen, die höher ist, als was sie gedacht hätten. Dann bekommen sie einen Termin und dann gibt es wirklich ganz kurz Smalltalk. Und weil ich sage immer, für Smalltalk werde ich nicht bezahlt. Und dann geht's los. Was ist das Ziel? Was ist das Anliegen? Also erstmal stecken wir im übertragenen Sinne die Nadel in die Weltkarte, in die Landkarte. Wo soll es hingehen? Und dann gibt es gezielte Punkte aus bei der Zielformulierung, die es zu hinterfragen gilt. Ist es eben realistisch? Wen brauche ich noch als Unterstützer? Was kostet mich mein Ziel? Welche Auswirkungen hat es auf mein Leben? Und so weiter. Und dann bist du schon mittendrin. Wie sehr hast du in deiner Erfahrung festgestellt, mitbekommen, dass viele eigentlich unabhängig vom Job, auch im Privaten eigentlich ziellos durch die Welt wandern? Ständig. Also ich bin diesbezüglich immer wieder sehr, sehr überrascht. Ich war gestern Nachmittag Führungskräfte-Coaching in einem Unternehmen mit einer 35-jährigen Führungskraft und er sagt, das größte Problem ist für ihn im Moment, es gibt kein klar kommuniziertes Ziel, es gibt keine Leitlinien. Ja, und wenn ich kein Ziel habe, wie soll ich den Weg planen? Ja, weil ich sage immer, wenn wir in Urlaub fliegen, dann stecken wir die Nadel in die Landkarte und dann überlegen wir uns im nächsten Schritt, nehme ich das Auto, nehme ich den Zug, den Flieger oder das Schiff und übernachte ich im Zelt, gehe ich in ein Fünf-Sterne-Hotel oder nehme ich den Campingbus, den ich miete. Ja, und daher für mich, Ziele ist extrem wichtig, das wird zwar auch unter Kollegen sehr diskutiert, ob das überhaupt nötig ist. Für mich heißt es dann kein Festhalten und kein Ziele sind nicht betoniert. Wenn irgendwas in meinem Leben passiert, als Sportler, ich bin verletzt, dann muss ich meine Ziele nochmal neu justieren, überprüfen, eventuell nochmal neue Etappenziele, Teilziele einziehen. Aber für mich, viele Menschen, die meisten Menschen haben keine Ziele, die haben Wünsche, die haben Probleme, keine Ziele leider. Ist es die Furcht, Angst oder der Respekt vor verbindlichen Aussagen? Ich glaube, dass es ganz, ganz unterschiedliche Gründe da gibt. Das eine ist die Angst vorm Scheitern. Ja, ich kann ja, vor allem wenn ich meine Ziele dann preisgebe, ich weihe Menschen ein, die, wo ich weiß, die sind wertschätzend mir gegenüber und sie fragen mich, hey, wie schaut's denn aus, wie weit bist du denn in puncto deinem Ziel? Und ich muss dann sagen, ist nichts oder habe mich noch nicht auf den Weg gemacht oder bin gescheitert. Das sprechen wir natürlich sehr ungern aus. Also das ist so ein Punkt, ist diese Angst, die Angst vorm Scheitern, vorm Versagen. Das andere ist die Bequemlichkeit. Also ich glaube, viele Menschen setzen sich auch keine Ziele oder keine wirklich großen Ziele, weil sie auf gut Deutsch zu bequem sind. Und dann höre ich dann so Aussagen, ja, aber es muss doch möglich sein, dass ich mich abends 2 oder 3 Stunden vor den Fernseher lege. Das ist möglich, nur es hat dann den Preis, dass andere Dinge halt nicht realistisch sind oder sich nicht umsetzen lassen. Ne? Weil ich oft sage, in der Zeit arbeite ich an meinem Erfolg und an meiner Zukunft. Trainieren heißt auch stark kommunizieren, heißt auch heute eigentlich zweigleisig zu fahren, eigentlich sich lokal zu gründen und zu vernetzen, allerdings aber auch mittlerweile im Internet, was fast schon einer zweiten Unternehmung, einer zweiten Gründung nachkommt, weil man sich da ja auch wieder neu aufstellen muss, diese Kommunikationswege alle mit nutzen sollte, wenn die eigene Zielgruppe dort unterwegs ist. Wie gehst du mit dem Thema Internet, Social Media und die Vernetzung dort um und wie lebst du das? Ja, es ist ein Thema, was mich ständig beschäftigt. Es ist ein wichtiges Thema. Also ich bin in den Social Medias wie eben Google+, LinkedIn, Xing, Twitter und Facebook, mehr nicht. Wenn ich zu Hause bin, wenn ich nicht im Training bin oder auf dieser Erde unterwegs bin, dann kümmere ich mich auch täglich drum, mal mehr, mal weniger. Aber ich würde sagen, im Schnitt geht am Tag eine halbe Stunde bis Stunde schon für drauf. Ich habe sicher noch nicht die optimale Version, wie man mit Social Medias umgeht, weil es ist ja auch immer die Kunst zwischen Werbung für meine Trainings machen,
für meine Bücher, Hörbücher und E-Books, Leute neugierig zu machen für das Thema, Zitate zu bringen, zu sagen, okay, ich bin gerade auf dem Weg dahin, dorthin, mag jemand mit mir abends was essen gehen. Also auch nicht zu viel Werbung zu machen, sondern auch sozusagen zu kommunizieren, in Kontakt zu bleiben mit Menschen, auch mal einen Kommentar auf dem Post abzugeben. Ja, also wie gesagt, ohne Social Medias ist mein Beruf definitiv nicht möglich, es klingt blöd, aber nicht erfolgreich möglich. Thema Speakerin, gerade aktuell eine Auszeichnung, hattest du gesagt. Mhm. Worum ging es da genau? Ist eine Auszeichnung als Vortragsrednerin. Was genau darf ich noch nicht sagen? Genau. Dies wird dann, denke ich, durch die zuständige Person oder Personen selbst auch in den Social Medias kundgetan. Es geht eben, ich bin ja noch in der Branche als Speaker relativ jung, sage ich immer, im Vergleich zu vielen Kollegen, denn letztendlich bin ich seit 2 Jahren auf der Bühne. Es macht mir halt echt unendlich viel Spaß. Für mich ist Coaching oder auf der Bühne stehen Dopamin pur, so wie gestern, wenn ich dann aus dem Führungskräfte-Coaching rausgehe, dann ist das für mich, dann bin ich geladen mit Dopamin. Und Bühne heißt das auch für mich. Ich bekomme super Feedbacks, dass ich eben mein gelebtes Wissen auf die Bühne bringe, im Gegensatz zu vielen Kollegen, die in meinen Augen Dinge lesen, sich anlesen oder auch wirklich klauen. Also da findet man dann plötzlich Geschichten, die aus deiner Welt kommen, hört man dann von anderen auf der Bühne. Ja, ich bin noch nicht, das ist noch nicht das Optimum, also gerade wie baue ich eine Rede auf. Da ist noch ganz viel in meinem Kopf, ganz viele Ideen. Da bin ich immer noch dran, mich zu verbessern. Ich arbeite an meiner Stimme mit einem Stimmcoach. Und wie gesagt, das kann alles noch mehr und besser werden. Aber ich denke, diese Grundleidenschaft, Begeisterung, dieses wirklich Wissen um meine Themen, vor allem um das Thema mentale Stärke, die kann ich da gut auf die Bühne bringen. Bühne heißt ja auch immer so dieser große Schritt, weil ich sag mal, vor einem kleinen Kreis sich zu präsentieren ist das eine, vor x 100 sich zu präsentieren ist ja schon wieder ein anderes Thema. Ja. Gibt es da irgendwie für dich einen Weg, ein Mittel, wie du damit umgehst, wie du dich auf diesen Moment konzentrierst, oder ist das so, bist du dann so voller Adrenalin, dass du sagst, ich gehe da positiv einfach hoch und rock die Bühne? Nein, für mich ist schon wie aus dem Sport eben. Ich meine, ein Spitzensportler ist super vorbereitet, wenn er in Wettkampf geht. Das ist ja kein Zufallsprodukt. Und dasselbe gilt für die Bühne. Ich bin jemand, der immer noch an seinen PowerPoints feilt. Also ich sitze immer noch die Tage vorher und überlege mir ganz genau, mit welcher Story möchte ich anfangen, mit welchem Zitat oder Geschichte möchte ich aufhören. Und ich bin ja vorher, wenn ich in Unternehmen agiere und auf der Bühne stehe, weil ich bin ja nicht immer nur öffentlich auf der Bühne, dann bin ich gebrieft, ich weiß, um was es geht, dann baue ich natürlich die Aspekte ein, ich schaue mir nochmal das Unternehmen an, bringe Dinge, die wirklich den Bogen zum Unternehmen möglich machen, ich lasse aktuelle Dinge einfließen, vor allem natürlich aus dem Sport. Also das ist das eine, die Vorbereitung, aber auch am Tag selbst. Ich fange 2 Stunden vorher an, ich ziehe mich um, ich werde nie morgens zum Frühstück schon in den Sachen zum Frühstück gehen, die ich später auf der Bühne anhabe. Dann will ich auch die letzte Stunde nicht mehr groß von anderen Menschen zu deren Themen angesprochen werden oder zu Themen, was kostet das und wie funktioniert das, sondern dann mag ich mich wirklich innerlich auf meinen Vortrag fokussieren, dann gehe ich innerlich Thema Erfolgsvisualisierung, wann ist mir das schon mal besonders gut gelungen, und baue dadurch nochmal ein State auf, indem ich in diese Erfolgsbilder reingehe. Und so wie in Würzburg jetzt auf dem Feminist-Kongress war optimal, sie haben am Anfang eine super rockige Musik gespielt. Ja, und dann tanze ich, dann sieht man, wie ich hier am Rand stehe und so ein bisschen für mich bewege und tanze, weil das mir dann in dem Moment einfach gut tut, mich gut einzustimmen. Ich suche mir Menschen, denen ich in die Augen schaue, wo ich weiß, die sind mir wohlgesonnen. Ich werde also nicht meinen größten Kritikern in dem Moment in die Augen schauen. Oder wenn ich kann, auch das Abklatschen, bevor du auf die Bühne gehst, ist auch etwas, was ich eben aus dem Sport mitnehme, was sehr, sehr gut tun kann oder gut ist in dem Moment.
Wäre ja auch so ein toller USP, sich einfach mit seiner Musik ähnlich wie im Boxkampf dann auf die Bühne geleiten lassen. Ja, du, ich überlege ehrlich, ich mache, ob ich jetzt nicht so ein kurzes Filmchen mache und das hinterlege eben mit meiner Musik, so dass ich wirklich die ersten maximal 90 Sekunden durch das Hören der Musik, die mir wirklich gut tut, dann in diesen guten Zustand komme und so auf die Bühne gehen kann. Jetzt sprechen wir heute in dem ganzen Werbebereich, Marketingbereich davon, dass immer alle am Suchen sind nach dem, was du ja eigentlich schon auch als Speakerin kontinuierlich machst, nämlich Storytelling, sprich Geschichten erzählen. Ist es auch für dich immer mehr ein Punkt, um die Leute überhaupt anzugreifen emotional, dass es nur noch darüber geht, nicht nur die bloßen Fakten, sondern das, was man wirklich gelebt hat, zu verbinden mit den Fakten? Also für mich ist es insofern ganz wichtig, wenn wir Fakten erzählen, ist es sachlich, dann bleiben wir auf der Verstandesebene. Was aber bewegt Menschen? Wie erreiche ich Menschen? Über Emotionen. Ja, weil im Wort Emotionen steckt das Wort Motio und Motio heißt ja übersetzt bewegen. Und wir bewegen Menschen eben über Geschichten, natürlich auch über Momente, wo wir sie zum Lachen bringen. Das ist allerdings für mich eben noch das große Lernfeld. Ich bin sicher auf der Bühne manchmal noch zu ernst. Und daher Storytelling. Und ich meine, die Bilder, die ich zeige von den Sportlern auf der Bühne, da habe ich die Erlaubnis dazu. Und da kann jemand sich wirklich hineinversetzen. Und die meisten Menschen sind ja sehr sportaffin, auch wenn sie vielleicht selber keinen Sport betreiben. Oder gerade jetzt aktuell natürlich die Fußball-WM, der Sieg, den habe ich natürlich genutzt für meine Vorträge, den Bogen zu spannen, was können wir vom deutschen WM-Team lernen. Ja. Ja. Und ja, das mir ist wichtig, Emotionen zu schüren, einmal in mir selbst, weil dann springt es auch über beim Publikum, weil wenn ich oben keine Emotionen habe, also mich eher auf das sachliche Feld bewege, dann werden auch keine Emotionen beim Publikum ankommen. Und ich komme halt selbst auch am besten in Emotionen rein, wenn ich wirklich von Bildern erzähle, die ich mit meinen Sportlern erlebt habe. Wenn du jetzt mal zurückschaust, gab es bei dir eine Herausforderung, einen Lerneffekt? Andere würden sagen, ein auf die Fresse gehen, was dir selber passiert ist, wo du sagst, ja, war schmerzhaft damals, aber im Nachhinein viel daraus gelernt, und zwar Folgendes, den du uns so als Tipp am Schluss nochmal so mitgeben könntest? Boah, da muss ich jetzt echt überlegen. Ich meine, auf die Schnauze gefallen bin ich ganz sicher ganz oft. Auch durch Kommunikation, weil ich rhetorisch sicher auch noch unwahrscheinlich dazulernen kann und dann sicher auch mal in manchen Momenten sehr emotional reagiert habe, wo es besser gewesen wäre, vielleicht erstmal nochmal Luft zu holen, eine Nacht drüber zu schlafen. Aber so wirklich auf die Schnauze gefallen, ja, ich habe manche Projekte, bin ich mit eingegangen, wo ich mir vorher nicht gut überlegt habe, was ist die Vertragsgrundlage sozusagen im Projekt, sondern oh, jubidu, da habe ich eine Chance und war dann nachher sehr enttäuscht, weil das, was dabei rausgekommen ist, eben unprofessionell war oder sehr mau oder alles sehr lang gedauert hat. Und ich bin halt jemand, der ungeduldig ist, der Dinge gerne schnell nach vorne bringt. Also da sicher noch genauer hinzuschauen bei Kooperationen oder Projekten und nicht gleich immer loszuspringen, was dann aber oft auch viel Arbeit für mich bedeutet hat. Ja, weil jedes Buchprojekt, was du annimmst, bedeutet auch wieder viele Nächte, wenig schlafen und Buchschreiben, weil das ja alles neben meiner Tätigkeit als Speaker und Mentalcoach passiert. Also das ist sicher so ein Punkt, dann bin ich eben ganz am Anfang mal viel zu früh meinen ersten Vortrag gehalten. Na, da bin ich, juppidu, Wirtschaftsjunioren, ihr wollt doch sicher hören, was ich mache. Also da kamen dann auch Fragen, da musste ich ziemlich schlucken und ja, mich sehr rumschlängeln, um da eine Antwort drauf geben zu können. Da rate ich schon, besser vorbereitet hineinzugehen, als ich in meinen allerersten Vortrag. Gut, also die gesunde Mischung zwischen Bauch- und Kopfmensch, also dass man das irgendwie in Balance bekommt. Ja, ich bin schon sicher mehr der Bauchmensch und ich glaube auch, dass das schon eher das Erfolgsmodell ist, was nicht heißt, dass man den Verstand ausschalten darf oder soll. Ja, aber ja. Wenn ich so mit Führungskräften arbeite, ich frage gerne, was war ihre beste Entscheidung? Die sie mit dem Verstand getroffen haben oder die sie mit dem Bauch getroffen haben? Und die meisten Menschen oder Führungskräfte sagen mir schon, es waren natürlich die Bauchentscheidungen. Ja, weil
die Bauchentscheidung greift ja auch auf den ganzen Erfahrungsschatz zurück, den du gemacht hast und auch auf die Menschenkenntnis, die du hast oder damit reinspielt. Ja. Fantastisch. Wenn jetzt jemand noch im Nachgang mehr über dich erfahren möchte, wo findet er dich im Internet? Sprich, was muss er eingeben, um mehr im Netz über dich zu finden? www.antje-heimsoeth.de, schwieriger Name, oder www.business-mentaltrainer.eu. Das sind die zwei Homepages. Es gibt noch einen Blog. Ich bin, wie gesagt, in den Social Medias und auch über E-Mail gut erreichbar. Aktuell noch was an Events, wo du öffentlich auftrittst oder in nächster Zeit? Ich bin jetzt am 20.10. in Benediktbeuern im Klostersaal von 17 bis 20 Uhr. Das ist ein Führungskräfte-Workshop, aber ein öffentlicher Führungskräfte-Workshop. Mhm. Lässt sich bei mir buchen, ist auf meiner Rednerseite unter Terminen. Ich bin am 6.11. bei Win-Win. Ansonsten öffentlich bin ich dieses Jahr dann nicht mehr unterwegs. Nächstes Jahr wieder Feminist-Kongress in Frankfurt. Ja, weil die anderen Sachen sind eben nicht öffentlich. Und ich habe eben das Institut, also auf der Seite vom Institut Termine findest du dann die ganzen Ausbildungen und Seminare im Institut. Werden wir dementsprechend natürlich noch unter dem Beitrag, sprich Interview, verlinken. Bedanke ich mich erstmal, wünsche dir in erster Linie Gesundheit. Danke, und das Wichtigste. Eben, alles andere, da können wir dran arbeiten mit den jeweiligen Erfahrungswerten und dem Team um sich herum und wünsche dir da viel Glück auf deinen Wegen und vielleicht hat man nochmal die Chance, dich persönlich kennenzulernen. Ja, würde mich freuen und danke, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir das Gespräch gesucht hast. Dankeschön, Antje. Frohes Schaffen noch. Ja, danke. Danke, tschüss. Tschüss.